Heute stürzen wir uns voll und ganz auf das Pokémon Go Set. Hallo und willkommen zurück, ich bin der Kartenkönig. Für einige von euch kommt das vielleicht jetzt überraschend, Pokémon Go, das ist ja auch wie Astralglanz letztens jetzt nicht unbedingt mehr das aktuellste Set, ist aber durchaus auch eines der Sets, die ich nicht so ganz miterlebt habe, sage ich mal, wo ich mir damals nicht wirklich viel gekauft habe, aber da es in Pokémon Go Set, genauso wie in Astralglanz letztens, einige Karten gibt, die ich noch gerne hätte, die ich brauchen könnte für neue Decks, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine kleine Shopping-Tour und packe einfach mal ein, was ich so finde, was ich brauchen könnte. Und ja, das sind am Ende geworden 2 von diesen Top-Trainer-Boxen und 2 von diesen Bällen. Einfach nur, weil ich diese Bälle ziemlich cool finde. Ich habe irgendwo noch einen normalen Pokéball und einen Flottball rumliegen. Ich behaupte jetzt mal, die bekannteste Karte in diesem Set wird vermutlich die Mewtwo-Karte sein. Die sieht man auch des Öfteren. Ich erwarte mir natürlich nicht, dass wir auch tatsächlich heute eine Mewtwo-Karte ziehen, schon gar nicht die goldene. Aber ich wäre natürlich offen für alles. Und ja, damit hätte ich gesagt, schauen wir einfach mal rein und lassen uns überraschen, was das alles hier heute für uns bereithält. Ja, hier haben wir die 2 Boxen wieder, einmal von vorne und einmal von hinten. Ebenso wieder mit dem Überblick, was hier alles drinnen ist. Und dazu haben wir die beiden Bälle, einmal ein Hyperball und einmal ein Superball. Ich werde einfach mal mit einer der beiden Boxen hier anfangen und sie wieder auspacken. Und da ist ebenfalls wieder ein kleines Heft dabei, mit wie man spielt, wie es funktioniert und natürlich auch wieder die Setliste hinten. Dann ein kleines, Werbe-Flyer-Ding für Pokémon Go. Und ja, hier haben wir gleich mal Mewtwo drauf, vermutlich auch eine der begehrtesten Karten in diesem Set hier. Dann haben wir hier wieder die Würfel, diesmal in Blau und Weiß. Dann wieder die die Verbrennungs- und Vergiftungsmarken und eine V-Star-Spielmarke. Und wenn wir das hier rausnehmen, dann haben wir hier wieder auch die klassischen Inhalte wie die Kartentrenner, der Stapel Energiekarten. Hier haben wir eine Mewtwo V-Promokarte, die zusätzlich noch hier drin ist. Werde ich gleich mal hier aus dieser einzelnen Verpackung hier rausholen. Das ist immer so gefährlich, wenn die so einzeln verpackt sind. Da traut man sich fast gar nicht, die auszupacken, weil die so ohne irgendwie Substanz dahinter eventuell leichter verbogen werden könnten. Aber ziemlich cool. Hier ist auf jeden Fall die Promokarte. Spielmaterial lege ich jetzt mal auf die Seite. Und hier haben wir dann einen ganzen Haufen Pokémon Go Booster Packs. Ich werde jetzt alle anderen Dinge hier auch auspacken, damit wir dann wieder einen großen Stapel Booster haben. Das heißt, ich werde hier auch nochmal die zweite Box. Da werde ich auch gleich einfach nur direkt die Booster rausnehmen, weil das restliche Spielmaterial ist, das kennen wir ja eh schon. Und zusätzlich zu diesen beiden Boxen und ihren Boostern haben wir ja auch noch die beiden Bälle, die ich jetzt gleich mal auch öffnen werde. Und auch hier haben wir wieder ein paar Booster drin. Bei den Bällen ist es halt immer so ein bisschen schade. Also das könnte eventuell ja gefährlich sein für die Kanten oder für die Ecken der Karten, wenn die da so reingedrückt werden. Hier haben wir dann noch ein paar Sticker. Einmal Lavados und einmal Meltal. Egal. Und hier noch der Hyperball. Hier sind ebenfalls wieder ein paar extra Booster drin und Sticker aus Pokémon Go natürlich raus. Und damit haben wir jetzt eigentlich einen ziemlich großen Haufen Booster und somit auch einen fast schon riesigen Berg Arbeit vor uns. Und das Pokémon Go Set ist ja an sich im Vergleich zu vielen anderen normalen Sets deutlich kleiner. Das heißt, wir werden vielleicht mehr Hits haben, weil es ja nicht so viele Karten gibt. Es gibt einige ziemlich coole Karten in diesem Set. Es gibt zum Beispiel von den 3 Starter-Pokémon der ersten Generation, Bisaflor, Glurak und Turtok, von den dreien gibt es jeweils eine strahlende Version.
also ein Radiant, was auch immer dann, wie sie halt ja auf Englisch heißen. Ja, vielleicht ziehen wir davon welche. Wenn wir mehr von den Mewtwos ziehen, würde mich natürlich auch überhaupt nicht stören. Ist eine ziemlich coole Karte und die kann man auch sehr gut einsetzen in diversen Decks. Ist ja durchaus eigentlich auch eine recht starke Karte. Ja, ansonsten die Pokémon, die hier vorkommen, die meisten wird man wahrscheinlich kennen. Es sind sehr viele aus zum Beispiel Generation 1 und 2 dabei, wie sie ja auch in Pokémon Go lange Zeit hauptsächlich vertreten waren. Auch von Ratzfatz, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, gibt es hier die Alola-Formen, die sehr cool sind und die ich ja unter anderem auch suche. Hier haben wir ein Felinara in der... Oh, und wir starten auch gleich mit einem wunderbaren Hit rein. Die Forschung des Professors Unterstützerkarte mit dem Professor Willow von Pokémon Go. Ja, Forschung des Professors ist immer eine sehr nützliche Karte quer durch in praktisch jedem Deck. Also ich kenne eigentlich kein Deck, das diese Karte nicht in welcher Form auch immer dabei hat. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Start hier. So, wir sind jetzt ja beim dritten Booster und starten hier mit einer Pflanzenenergie. Ja, in diesem Set gibt es ja auch, wie eben schon vorhin angesprochen, die Alola-Form von Ratzfatz und Radikal. Das unter anderem ja auch Karten sind, die ich unbedingt auch gerne hätte oder auf der Suche danach bin, weil ich, hier haben wir einen Arktos, weil ich unter anderem überlege, ein Unlicht-Deck damit zu bauen, mit diesen beiden Pokémon. Denn das Radikal hat einen Angriff, der praktisch ja, bis auf 10 Lebenspunkte alles vom Gegner wegmacht. Und wenn man dann darauf noch schafft, dann das gegnerische Pokémon zu vergiften, dann ist das praktisch ein One-Hit-KO. Und damit kann man ziemlich lästig sein. Ja, und das hätte ich mal ausprobiert. Ja, ob wir dann, ich meine, gerade Ratzfatz, das ist so eine häufige Karte. Hier haben wir auch schon das strahlende oder das schillernde Glurak. Schauen wir, was da hinten ist, ein Pikachu. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Karte. Auch mit der Fähigkeit, die es hat. Also, dass man weniger Energien braucht, wenn man weiter hinten ist, eignet sich natürlich sehr gut für Comebacks. Wenn man eben schon hinten nach ist im Spiel und eh schon fast verloren hat, kann man das einfach mal spielen und dann einfach mal schön ja, aufräumen damit. Ziemlich cool, dass wir die Karte gezogen haben. Ist eine von den drei vorhin schon genannten, ja, die drei Starter-Pokémon, die es eben in diesen Radiant oder den schillernden Versionen hier gibt in diesem Set. Ja, hier haben wir Candela, die ist ja von dem Team Valor, glaube ich, heißen die. Das rote Team mit Lavados als Logo. Ja, hier haben wir einen Meltan, einen Bidiza, gibt es auch immer wieder. Hier haben wir auch gleich das zweite davon. Und die seltene Karte dahinter ist noch ein Arktos. Und hier haben wir auch schon das letzte Booster aus den Bällen, aus dem Superball und dem Hyperball. So, und hier starten wir rein mit einer Wasserenergie und haben gleich danach ein Shilock. Dann haben wir einmal nochmal Candela und ein Bisaknosp. Oh, da haben wir gleich nochmal ein Radikal. Sehr viele coole Pokémon. Natu ist auch sehr, sehr cool an sich, als kleiner grüner Kugelvogel. Oh, und hier haben wir ein Mewtwo V. Das passt natürlich sehr, sehr gut ins Konzept. Hier mal der Vergleich, das normale und die Promokartenversion. Ja, die sind an sich, bis auf natürlich das Bild und das, da weil sie eine Promokarte ist, das ist anders.
Aber ansonsten sind sie gleich, sie haben die gleichen Angriffe, sie haben alle anderen Stats auch gleich. Ziemlich cool, dass wir das natürlich jetzt gezogen haben. Ich stelle es da gleich dazu. Ja, kann man natürlich beide verwenden. Und damit sind wir auch schon bei dem ersten Stapel an Boostern aus den tatsächlichen Boxen. Mit den Bällen, mit den beiden sind wir jetzt durch. Wir haben aus den drei Bällen, glaube ich, in Summe waren es 6 Booster und 3 Hits davon, also 50% Hitrate, ist an sich sehr, sehr gut für diese kleinen Bälle, für die Tins. Das hat man ja normalerweise nicht unbedingt garantiert, dass man hier ja, aus diesen Tins und Ballprodukten, was es so gibt, großartige, tolle Pulls macht. Aber ich bin voll und ganz zufrieden mit dem, was wir gezogen haben. Wir haben das Mewtwo V, einmal die Forschung des Professors Karte und natürlich das schillernde Glurak. Ja, hier haben wir auch schon den nächsten Reverse Slot, das heißt dahinter ist die nächste seltene Karte und das ist, oh, ein Letter King V. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Letter King ist ein Pokémon, das ja mit Generation 3 eingeführt wurde und vielleicht damals für die eine oder andere Person äußerst frustrierend auch sein konnte, weil es ja praktisch das erste Mal war, dass ein Pokémon selber einfach mal so nichts tut und nur ja, rumliegt eine Runde lang. Und ja, Letter King ist damit ja auch nicht allein, sondern auch Bummels, was als die, ja, die erste Entwicklung davon ist, die dieses Letter King V natürlich nicht hat, weil Pokémon V generell Basis-Pokémon sind. Ja, hier haben wir einen Mondstein, das natürlich auch ein interessantes Deck hat, was man damit bauen kann, wo man mit Synergien arbeitet, mit auch Sonnenfell, wo man die Fähigkeiten von Sonnenfell nutzt, um Lunastein aufzuladen und somit Angriffe zu machen. Ist halt nicht unbedingt eines der stärksten Decks, ist halt mehr so in die Richtung Mimik unterwegs sein, mal was anderes probieren, nicht allzu viele Pokémon wie oder sonst was verwenden, damit man dem Gegner nicht zu viele Preiskarten gibt, wenn eins besiegt wird. Kann man natürlich alles machen. Also gerade für solche Sets ist das Pokémon Go Set, ja, eignet sich sehr, sehr gut an sich. Ja, es ist auch ein Set, wo generell alle, die ja die Pokémon von Generation 1 gern haben, einiges wieder bekommen haben, was wir auch demnächst ja bekommen durch das Set 151. Hier haben wir auch ein Visaflor. Ja, das Set 151 oder 151, was ja dann in ein paar Wochen, Monaten released, das hat ja irrsinnig viel, sag ich mal, Nostalgiewert, was da auf uns zukommt. Und ich bin schon gespannt, ob oder wie viele coole Dinge man daraus ziehen kann, weil das ist dann wieder ein größeres Set. Es gibt ja auch dann seit langer Zeit mal wieder eine tatsächliche Simsala-Karte. Die gab es ja, ja praktisch gefühlt 20 Jahre keine. Außer halt natürlich das schillernde Simsala, was man hier in der Schwert-Schild-Generation-Ära eingeführt hat. Aber ja, schadet nie, wenn man mehr davon haben kann. Ist ein ziemlich cooles Pokémon. Hier haben wir wieder ein Pikachu. Hier starten wir mit einer Kampfenergie. Dann haben wir wieder ein Xatu und ein Sonderbonbon, die natürlich auch sehr, sehr nützlich sind, Sonderbonbons. Gibt es ja auch in Karmesin und Purpur Baseset. Also da haben wir ja ein Sonderbonbon wieder auch dazu bekommen. Ebenso auch ein goldenes, also die Hyper Rare Version. Hier haben wir ein Glurak, ein ganz normales, seltene Karte. Ist aber auch durch seine Fähigkeit sehr nützlich, weil es ja praktisch dann nur ja, die Hälfte der Energien braucht für einen Angriff. Kann also sehr, sehr stark sein. Ist halt ein Phase 2 Pokémon, das heißt, man muss erstmal entwickeln. Aber dafür gibt es ja das Sonderbonbon, dass man sich die Zwischenstufe mit Glutexo erspart. So, hier starten wir auch gleich wieder mit einer Feuerenergie rein.
Dieser Knosp haben wir heute auch schon einige Mal gesehen. Spark dafür ist heute, glaube ich, das erste Mal dabei. Hier haben wir ein Garbodor. Das sieht aus wie von irgendeinem Pokémon Go Fest Werbeding. Ja, hier haben wir einen Weberak. Und da haben wir auch schon ein Zapdos. Das heißt, wir haben jetzt Arctos und Zapdos. Wenn wir jetzt noch ein Lavados ziehen, haben wir alle drei gesehen. So. Und hier starten wir rein mit einer Psychoenergie. Dann haben wir ein Shilock, wieder ein Pokestop, ein Stalos. Dieser Sam. Ich finde die Art und Weise, wie das hier gezeichnet ist, finde ich sehr cool übrigens. So, vielleicht ein bisschen näher, dass man es besser sieht. Ja, der Stil, in dem das gezeichnet ist, das finde ich einfach ziemlich cool. Finde ich fast schon besser als einige der neuen 3D-generierten Pokémon, die es so gibt. Auf den Karten drauf. Ich weiß nicht, ob das Wasserfarben sind oder was auch immer, aber cool finde ich es auf jeden Fall. So, hier haben wir anscheinend wieder eine V-Star-Spielmarke. Die sind immer leicht zum Erraten, wenn man sie bekommt. Aus hoffentlich offensichtlichen Gründen. Ja, ansonsten von den meisten häufigen Karten haben wir an sich schon sehr viele. Passende Schuhe. Ja, haben wir schon sehr viele gezogen und gesehen. Das heißt, da sind die meisten schon doppelt. Hier haben wir nochmal ein Glutexo und hinter diesem Glutexo versteckt sich ein Alola Kokowai V. Das ist natürlich äußerst cool. Ich habe nämlich schon länger überlegt, ob ich mir eins besorgen soll, weil ja, sein Angriff hier sehr nützlich sein kann, weil man hier dann praktisch sein Deck beschleunigen kann, Pflanzenenergie raussuchen. Finde ich cool, dass wir das gezogen haben, dann brauche ich es mir nicht irgendwie extra besorgen. So, und hier starten wir rein mit einer Metallenergie. Dann haben wir gleich danach ein Ariados. Nochmal ein Glutexo. Also ich glaube, so viele von den Starter-Pokémon, wie wir jetzt haben, sollten wir bald 4 Stück von jedem haben. Denke ich. Ich glaube, Shilock haben wir erst 2 gesehen. So, was haben wir hier dahinter? Ein Turtok. Das ist ebenfalls das erste, was wir hier sehen. Auch in der normalen Version und nicht in der schillernden Version. Da haben wir dabei nur Glurak. Aber wir haben zumindest mal alle 3 Starter-Pokémon einmal gesehen. So, und das hier ist auch schon das letzte Booster von der ersten Top Trainer Box. Mal sehen, ob wir hier nochmal als das letzte Booster, die haben wir jetzt auch zum ersten Mal gesehen. ja, das heißt, wir haben jetzt alle 3 Professoren gesehen, sage ich mal. Ja, keine Ahnung, was ich gerade davor geredet habe. Oh, mit einer goldenen Himbeere. Hier haben wir nochmal ein Felinara auf dem River-Slot und die letzte Karte der ersten Box ist, ein leider extrem schlecht geschnittenes Mewtwo V in der Full-Art-Version. Das ist äußerst cool. Wie gesagt, genauso cool wie es ist, ist es auch schade, weil es wieder mal eine sehr Off-Center-Version ist. Man sieht hier, der Rand unten, das geht sich praktisch fast gar nicht mehr aus. Hier oben dafür viel zu viel. Schade, dass es so ist, aber eine ziemlich coole Karte. Gehen wir gleich zu den anderen Mewtwos. Jetzt haben wir schon 3 verschiedene Versionen. Wenn wir noch die goldene Version ziehen sollten, was ich natürlich nicht glaube oder erwarte, dann ja, haben wir, glaube ich, jedes Mewtwo V, was es gibt. Aber das sehen wir ja in ein paar Boostern, was wir da noch zu ziehen werden. Finde ich aber auf jeden Fall cool, dass das letzte Booster praktisch aus dieser Box hier, aus einer der beiden Boxen, dass wir dann im letzten Booster auch nochmal einen tollen Hit gehabt haben und praktisch jetzt aus dieser einen Box
drei Mewtwos rausgezogen haben, plus halt der Promokarte. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Start. So, und hier haben wir ein Ratzfatz auf dem Reverse-Slot und die seltene Karte, die erste aus der zweiten Box, ist ein Melmetal. Das ist ja ein Pokémon, das mit Pokémon Go, glaube ich, überhaupt erst eingeführt wurde, wenn ich mich nicht täusche. Man hat es ja über, ich weiß nicht, ob das eine extra Forschungsserie war, die man dafür machen hat müssen, oder ob es nur diese komischen Box-Items waren, mit der man das anlocken konnte. Jedenfalls kann man dann ja in Pokémon Go eben dieses Pokémon fangen oder die Vorentwicklung davon und eben dann auch entwickeln. Ich glaube mit 400 Bonbons oder so ungefähr. Ja, hier haben wir nochmal einen Mondstein oder einen Lunastein. Und dahinter, die seltene Karte, ist ein Lavados. Damit haben wir auch alle drei legendären Vögel schon gesehen. So, und hier auch gleich das nächste Booster. Es ist nur, würde ich fast sagen, etwas schade, dass die Pokémon Go Booster alle exakt gleich aussehen. Dass halt eben zwischen den Boostern nicht unbedingt jetzt Variation ist, von der Verpackung her. Aber das ist ja vollkommen normal bei kleinen Sets. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja auch, dass Zenith der Könige, dass da alle Booster exakt dasselbe, ja, dieselbe Verpackung hatten oder haben. Das wird halt anscheinend bei so diesen kleinen Zwischensets oder Füllersets gemacht. So, was haben wir hier dahinter? Ein Arctos. Ja, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mich stört oder so. Ist halt auch voll okay, wenn die nur eine Art von Verpackung haben und alle gleich aussehen. Ich finde es nur etwas komisch, dass man dann bei manchen Sets sagt, die bekommen jetzt mehrere unterschiedliche Arten von Boostern und die anderen halt nicht. Das ist ja auch bei denen, die unterschiedliche Booster bekommen, gibt es ja zum Beispiel, um eben wieder Kamisil und Purpur herzunehmen, das Kamisil und Purpur 1er Set, das Base Set, das hat ja 4 unterschiedliche Karten und gleich darauf das Set Entwicklung in Paldea, da hat man dann 5 verschiedene Booster-Motive vorne drauf und ja, hier irgendwie zu sehen, was da eigentlich jetzt die gedankliche Linie dahinter ist oder warum man das so gemacht hat, das würde mich natürlich interessieren. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwo eine großartige Antwort finden werden. Es hat natürlich auch damit zu tun, wie und in welcher Form die Karten aus den japanischen Sets übernommen werden. Und ich glaube zum Beispiel gerade bei Entwicklung in Paldea, das sind ja dann zwei verschiedene ja, japanische Sets, die da zusammengewürfelt wurden für das internationale Set, wo er dann, ich glaube Triple Beat heißt das eine, wo die drei Starter-Pokémon vorne drauf sind. Und dann darauf folgend gab es ja noch Clay Burst und irgendwas an. Hier haben wir ein Conkeldurr, wie? Keine Ahnung, wie das gerade auf Deutsch heißt. Ist aus der, ich glaube, 5. Generation, schwarz und weiß, wenn ich mich nicht irre. Ziemlich cool. Ja, wo war ich gerade? Genau, ja, die japanischen Sets von diesen Karten, die ja dann, aus denen dann ja dann übernommen werden, um eben die internationalen Sets zu machen. Und da ja dann Triple Beat die drei Starter hatte und Clayburst und das andere, was mir gerade nicht einfällt, die hatten ja Ting Lu und Bao Jian vorne drauf und deswegen haben dann natürlich auch Entwicklung in Paldea als das Gesamtset dieser drei, hatte dann bei uns eben alle 5 vorne vertreten. So kann man sich das an sich erklären. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie es sonst dazu kommen würde. So, hier haben wir einen Lapras. Ich glaube, Lapras haben wir heute auch zum ersten Mal jetzt gesehen. Aber das kann ich natürlich nicht garantieren, weil ich sehr viel schon geredet habe und gar nicht so wirklich mitgekriegt habe, ob wir jetzt schon einen Lapras hatten oder nicht. Ja, wir haben nicht mehr allzu viele Booster übrig. Wenn ich jetzt natürlich noch die Chance hätte, mir irgendwas Spezielles zu wünschen, würde ich mich noch freuen über ein schillerndes Bisaflor. Das wäre, glaube ich, noch eine der Karten, die ich aus diesem Set
da haben wir zumindest ein Bisaflor, zwar nicht das Schillende, aber ein Bisaflor. Ja, das wäre noch eine Karte, die ich aus diesem Set brauchen könnte. Aufgrund der Fähigkeit, dass man ja, extra Karten ziehen darf. Und wer auch von euch schon mal das Kartenspiel selber wirklich gespielt hat und nicht nur die Karten gesammelt hat, ja, ihr wisst alle, wie wichtig es ist, Karten zu ziehen und vor allem Karten zu ziehen, die man auch wirklich brauchen kann. Ja, und wenn man dafür eben zum Beispiel jetzt sowas wie Bisaflor hat, was ja nur eine Karte dann wäre und nicht so viel Platz im Deck einnimmt, das ja, ist natürlich dann recht praktisch. Aber wie es aussieht, wird sich das vermutlich nicht mehr ausgehen mit diesen zwei Boostern, die wir noch haben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie wir gesehen haben vorhin gerade, auch das letzte Booster aus einer Box kann noch eine ziemlich coole Karte beinhalten. Also, wir haben ja noch einiges vor uns. So, hier haben wir auch noch ein Lamos. Jetzt wollte ich gerade Lashoking sagen, aber es ist ja gar kein Lashoking. Ja, Lavita nochmal. Von Lavita kommt jetzt dann auch im neuen Set. Obsidian Flammen. Kommt ja dann eine terra-kristallisierte Form davon. Wo, oh, noch ein Bisaflor, wieder das normale. Die seltene Karte dahinter ist. Leider nicht, was wir gesucht haben. Ja, hat ja in dem neuen Set Obsidian Flammen eine terra-kristallisierte Entwicklungsform, also Despotar, vom Typ Elektro. Ist durchaus interessant, weil normalerweise ist es ja eben vom Typ Kampf in diesem Spiel, im Kartenspiel. Eigentlich ist es ja ein Gesteins-Unlicht-Pokémon. Durch Typ Elektro verliert es natürlich dann auch seine bekannte Schwäche. Wäre interessant, wie das dann aussieht, wenn man darum irgendwie was herumbasteln möchte oder damit rumspielt. Ja. Das hier ist das letzte Booster. Und wir haben noch immer kein schillendes Bisaflor gesehen. Und wir sind jetzt bei der letzten Karte. Also, nicht das Genera hier, das ist die vorletzte. Aber jetzt dahinter ist die letzte. Und das ist ein Zapdos. Also leider nicht das schillernde Bisaflor. Wir haben aber natürlich trotzdem eine ziemlich coole Ausbeute hier gemacht. So, das war's jetzt mal mit dem Pokémon Go Set fürs Erste. Wir haben durchaus eine solide Anzahl an Hits in diesen paar Boxen und Bällen gehabt. Ich bin an sich auch durchaus überrascht, dass wir so viele Mewtwo-Karten gezogen haben. Leider ist es sich natürlich nicht ganz ausgegangen, dass wir auch die goldene Karte bekommen. Sonst hätten wir natürlich ja, praktisch jede Form von diesem Mewtwo V gezogen, was es so gibt. Ansonsten, ja, ich bin voll und ganz zufrieden mit diesem Set. Ist natürlich ein kleineres, das heißt, kann ja auch schon passieren, dass man da dann eben dementsprechend auch mehr Hits hat. Ja, die Promokarte habe ich jetzt nicht ein zweites Mal auch noch dazugegeben, weil ist ja praktisch dieselbe. Also wir haben zwar das schillernde Glurak gezogen, aber das Bisaflor haben wir leider verpasst. Wir haben einige normale Bisaflors gezogen, aber es ist sich dann am Ende dann doch nicht ausgegangen. Nichtsdestotrotz finde ich, war das durchaus ein ja, solides Set, solide Hits, die wir gezogen haben. Ja, mit der Schwert- und Schild-Ära sind wir aber jetzt dann ziemlich sicher am Ende. Es wird dann demnächst einiges an Obsidian-Flammen-Zeugs ja, ankommen, also Top-Trainer-Boxen und Displays und was nicht alles. Kann sich nur noch um Tage handeln. Ja, und sobald die Dinge dann mal alle da sind, wird es hoffentlich einiges an coolen Hits geben. Hoffentlich werden wir einige Dinge sehen, die wir noch haben wollen, wie zum Beispiel eben das Kubuin. Und wenn du die kommenden Videos zum Set Obsidian Flammen nicht verpassen willst, dann wäre es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um diesen Kanal zu abonnieren. Nicht nur wirst du dann informiert, sobald die neuen Videos da sind, sondern es hilft mir auch irrsinnig weiter mit diesem Kanal, um eben mir auch zu ermöglichen, dass ich diese Art der Videos hier mache. Also, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, viel Glück auch mit eurem Puls. Wenn ihr schon irgendwas Cooles gezogen habt in den letzten paar Tagen, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns dann einfach wieder im nächsten Video.